Drei Erfolgsgeschichten und die Gesichter dahinter. Katja Beck, Georg Nett und Jennifer Freien haben jüngst ihre Fortbildungen im Handwerk abgeschlossen. Motive und Pläne, die haben alle Teilnehmer von Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen bei der Handwerkskammer Koblenz. Für Katja Beck aus dem Westerwald verband sich damit auch eine neue Aufgabe an neuer Wirkungsstätte. Die 39-Jährige über ihre guten Gründe für die Fortbildung zur Betriebswirtin im Handwerk die Schulbank zu drücken. Ich habe den Betriebswirt des Handwerks gemacht, um mich beruflich zu verändern. Habe dann alles auf eine Karte gesetzt, habe den in Vollzeit gemacht. Hat mir auch sehr gut gefallen, die Fortbildung, weil sie sehr praxisorientiert war. Habe sie auch ausgewählt, weil man verschiedene Sachen, verschiedene Bereiche halt kennenlernt. Und was ich sehr gut fand, war die praktische Ausrichtung. Man hat die Theorie durchgenommen, nachher dann die Projektarbeiten gemacht, konnte also die Sachen direkt umsetzen. Auch die Zusammenarbeit mit Firmen dann da, dass man es wirklich auch sinnvoll direkt umsetzen konnte. Das fand ich sehr gut. Ja, nachdem ich dann fertig war, habe ich mich beworben, auch gezielt bei kleineren und mittelständischen Unternehmen, da ich halt eine Stelle haben wollte, wo ich auch alles einsetzen kann, um die Kenntnisse, die ich da erworben habe, auch einzusetzen. Ja, und habe dann halt hier die Stelle bekommen. Wobei vielleicht auch für Chefin Heidi Burkel ausschlaggebend war, dass sie selbst vor Jahren die Fortbildung zur Betriebswirtin absolviert hat und um die Inhalte wusste. Im Unternehmen Agricomp in Bamberscheid, das Blockheizkraftanlagen betreut und wartet, kann sich Katja Beck in vielen Bereichen einbringen. Ich bin für den Service von BHKW zuständig. Das heißt, ich plane so ein bisschen, wenn die Jungs rausfahren, schreibe dann nachher die Rechnung an die Kunden. Ja, ansonsten bin ich auch Personalabteilung ein bisschen eingebunden. Eigentlich mache ich alles. Also gefällt mir sehr gut, dass ich halt in jeder Abteilung irgendwo ein bisschen reinschnuppern kann. Das ist halt der Vorteil von einem kleinen Betrieb, dass man nicht nur eine Sache macht, sondern halt wirklich verschiedene Sachen kennenlernt und verschiedene Sachen machen kann. So gibt es täglich neue Herausforderungen für die Betriebswirtin im Handwerk, die sie in Theorie und Praxis meistert. Ein Aufgabenbereich, der sie mit vielen Menschen zusammenbringt, der Verständnis für technische Abläufe voraussetzt und Verantwortung in ganz unterschiedlichen Bereichen bedeutet. Das war auch für Georg Nett ein Motiv, den Betriebswirt im Handwerk zu absolvieren. Und auch in seinem Fall verband sich damit ein Wechsel des Arbeitsplatzes. Dabei konnte der 47-Jährige bereits auf eine beeindruckende Qualifizierungslaufbahn zurückschauen. Ich bin Maschinenbauer, habe einen Meister gemacht bei der Handwerkskammer und habe dann auch lange in der Technik gearbeitet als technischer Betriebsleiter, habe noch einen Facility Manager gemacht und wollte dann immer einen Betriebswirt machen. War so mein Traum, habe ich dann auch umgesetzt und dann habe ich diesen Schritt nochmal gewagt jetzt mit fast 48 Jahren nochmal zu wechseln und ich finde das auch super hier. Den Schritt gegangen zu sein, also ist sehr interessant. Mal was Neues und ohne den Betriebswirt hätte ich das so auch wahrscheinlich nicht geschafft. Die neue Wirkungsstätte in Neuhäusel bedeutet nicht nur einen persönlichen Tapetenwechsel, sondern auch eine leitende Position in einem Unternehmen, das weltweit arbeitet und Niederlassungen im europäischen Ausland betreibt. Auch die Produkte stehen für hohe Ansprüche. Hein und Löwenstein ist ein Unternehmen, die im Medizingeräte produzieren, ja, herstellen und vertreiben. Und wir sind mittlerweile über 1000 Mitarbeiter, die Schlafatemtherapiegeräte, Beatmungsgeräte, Anästhesiegeräte und auch in der Neonatologie Geräte herstellen und vertreiben. Das sind medizinische Geräte, mit denen Patienten versorgt werden, die Schlafstörungen haben, vorrangig jetzt mal bei dieser Schlafatemtherapie, die ganz grob beschrieben Atemaussetzer in der Nacht haben. Wird also bei den eingesetzten Geräten nicht Wert auf höchste Präzision und Qualität gelegt, kann das ernsthafte Folgen für die Patienten haben. Dessen ist man sich im Unternehmen bewusst und sorgt in den Bearbeitungsabläufen für ein hohes Qualitätsniveau.
Dazu zählt auch die Einteilung der Mitarbeiter und die Wartung und Reparatur von medizinischen Geräten, für die Georg Nett verantwortlich zeichnet. Ich setze sehr viele Themen aus der Personalführung, ja, Personalgewinnung, Personalentwicklung, Personalführung hier ein. Dann haben wir natürlich Bereiche der Organisation. Ja, sehr, sehr wichtig, die Aufbau-, Ablauforganisation vielleicht zu verbessern, zu strukturieren und damit dann auch wirtschaftlicher, rentabler, produktiver zu werden. Das ist das Hauptziel jetzt. Damit übernimmt Georg Nett Verantwortung in mehreren Bereichen und kennt Abläufe von der Theorie bis hin zur Praxis, was die Arbeit mit Patienten einschließt. So erlebt er auch mit, wie die über Tage oder Wochen reichende Vorarbeit beim Patienten ankommt und damit auch eine Verbesserung der Lebensqualität erreicht wird. Vieles von dem, was er hier einbringen kann, hat er bei der Handwerkskammer Koblenz erlernt, der er Bestnoten für die Durchführung der Fortbildungsmaßnahme Betriebswirt des Handwerks erteilt. Kurzum zusammen, das ist das Ausatemventil. Da muss ich sagen, dass die Dozenten wirklich von bester Qualität waren. Das muss man so sagen. Die Inhalte wurden super vermittelt. Diese Projektarbeiten sind einfach toll, um das ganze Thema nachher auch nochmal zu verstehen und zu verarbeiten, weil die Theorie ja doch sehr umfangreich ist, in sehr kurzer Zeit dann auch sich einverleibt wird. Und deswegen sind die Projektarbeiten sehr, sehr wichtig. Und uns sind bei diesen Projektarbeiten eigentlich die Augen so richtig aufgegangen, ja, was das Thema wirklich beinhaltet, was der Sinn, die Krux von der Geschichte eigentlich ist. Und es ist uns nicht immer gelungen, so hundertprozentig umzusetzen, ja, aber wir haben sehr viel gelernt. Und ich würde es auch wieder machen. Ja. Ich werde auch weitermachen und werde mir ein anderes Thema jetzt raussuchen. Fortbildung als Passion, das gilt sicherlich für viele Teilnehmer, die ständig an sich weiterarbeiten. Auch Jennifer Frein aus Mülheim-Kärlich hat bereits einige Abschlüsse erreicht und kann auf eine spannende Berufslaufbahn zurückschauen. Ich habe zunächst großen Außenhandelskauffrau gelernt. Danach habe ich Betriebswirtin studiert, nebenberuflich an der VWA. Ja, und nach meiner Ausbildung zur großen Außenhandelskauffrau bin ich dann hier in der Firma eingestiegen. 2010 habe ich dann den Entschluss gefasst, eine Ausbildung auch in der Werkstatt zu machen selber, damit ich einfach auch die Ahnung von dem habe, was ich hier alltäglich mache, was ich den Leuten verkaufe. Mir ging es in erster Linie darum, dass ich selber das technische Verständnis habe. Und deswegen habe ich zunächst dann eine Ausbildung als Kfz-Mechatronikerin gemacht und dann im Anschluss daran als Servicetechnikerin. Ich habe die Servicetechnikerin-Ausbildung in erster Linie deshalb gemacht, weil ich vorhabe, auch noch den Meister spätestens im nächsten Jahr zu machen, damit ich irgendwann die Firma übernehmen kann. Den 1982 vom Vater gegründeten Betrieb mit seinen heute 8 Mitarbeitern einmal weiterführen. Das hört sich nach einer traumhaften Karriere an. Doch der Einstieg in den Familienbetrieb war alles andere. Das war nicht immer mein Traum. Eigentlich war es zunächst gar nicht mein Traum. Ich habe das erst im Laufe der Jahre festgestellt, dass mir die Firma doch mehr am Herzen liegt, als ich zunächst dachte, weil ursprünglich wollte ich niemals hier mit einsteigen. Einerseits freue ich mich natürlich riesig darauf, die Firma irgendwann mal zu übernehmen. Andererseits habe ich aber auch einen riesen Respekt davor. Was ja keine schlechte Voraussetzung ist, das Familienwerk erfolgreich fortzusetzen. Auch hier gilt, mit der Fortbildung zur Kfz-Servicetechnikerin verbinden sich viele neue Erfahrungen und Kenntnisse, die sich im Büro wie auch in der Werkstatt einsetzen lassen. Für die 35-jährige Jennifer Frein, die als Innungsbeste ihre Ausbildung abschloss, ist die Qualifizierung bei der Handwerkskammer ein weiterer Schritt auf dem Weg zum großen Ziel Meisterbrief und Unternehmensübernahme. Für die erfahrene und gut ausgebildete Handwerkerin ein machbares Ziel. Und doch muss sie schmunzeln, geht es um Frauen in der Männerdomäne Kfz-Handwerk. Denn nicht alle Werkstattbesucher können sich sofort damit anfreunden.
hauptsächlich die männlichen Kunden, die sind sehr überrascht. Anfangs war es auch für die Stammkunden etwas ungewohnt, dass ich nun mal jetzt auch in der Werkstatt bin und auch schon mal zumindest das Grundwissen von der Technik habe. Und da mussten sie sich dran gewöhnen. Es kommt heute auch noch oft vor, dass der Chef gesprochen werden möchte oder dass ein Monteur gesprochen werden möchte, obwohl ich die Fragen selbst längst beantworten kann und den Kunden auch weiterhelfen kann. Also da muss sich schon jeder dran gewöhnen. Aber das Feedback ist an sich überwiegend positiv. Ich habe noch wirklich eigentlich gar nichts Negatives gesagt bekommen oder erfahren oder gehört. Also durch die Bank weg ist eigentlich alles positiv. Das gilt nun umso mehr nach dem Abschluss als Kfz-Servicetechnikerin. Jennifer Freien und allen anderen Absolventen gilt Anerkennung für die gezeigte Leistung und ein herzlicher Glückwunsch zur bestandenen Prüfung.